Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockter Firnsturz. Und zwar diesmal mit der Demo von Per Aspera. Das Spiel erscheint am 3. Dezember auf Steam. Der Entwickler ist Tlön oder Tlön Industries. Der Publisher ist Raw Fury. Und das Ganze ist ein Aufbaustrategiespiel, bei dem man den Mars besiedeln muss. Und das ist hier die Demo. Und da steht auch an allen Ecken und Enden, dass sich da nicht um die finale Version handelt. Und wir starten mal die Demo und schauen rein, wie man hier so den Mars besiedeln kann. Trading Visuals. Okay, Aniki. Wir drücken Aniki. Wir sehen den Mars vor uns. In einem sehr minimalistischen Menü können wir hin und her scrollen und haben hier so die verschiedenen Gebiete auf dem Mars. Ich gehe einfach davon aus, dass es auch Gebiete sind, die wirklich auf dem Mars bis jetzt kartografiert, ihr wisst, was ich meine, also entdeckt worden sind. Man sollte nicht so viel Fremdwörter verwenden. Und hier sieht man ja, was hier alles gibt. Ein großer Graben, wahrscheinlich ist hier mal ein Asteroid eingestürzt oder sowas. So, hier bei Syrtis Major Planum. Dort sind ein paar Roboter gelandet. Beziehungsweise unser Landing Site, unsere Starter Base. Hier ist so ein kleines Fahrzeug, das transportiert Sachen. Und das Erste, was wir machen sollen, eine Aluminiummine bauen. Dann gehen wir hier drauf. Es gibt hier vorgefertigte Ressourcen, da können später noch mehr von entdeckt werden. Da kann man später den Boden scannen. Die Karte ist immer gleich, die Vorkommen sind immer per Zufall. Und der kleine Roboter fährt jetzt hin und her und bringt jetzt hier ein Eisen an ein Aluminium rein. Dann packt er seine 3D-Drucker-Drohnen hier aus und druckt hier die Station hin. Ich kann das Ganze ein bisschen beschleunigen. Da oben habt ihr die Möglichkeit, die Zeit zu verstellen. So, die Aluminiummine ist gebaut. Eine Siliziummine soll gebaut werden. Auch da gibt es ein Vorkommen. Auch hier wird jetzt Eisen und Aluminium hingebracht. Wir haben ein bisschen Vorräte mitgenommen. Auch dies wird gedruckt. Und somit sammeln wir jetzt Silizium und Aluminium. Jetzt soll ein Glaskiln gebaut werden, also eine Fabrik, in der Glas hergestellt wird. Ich baue es mal hier hin. Dann werden jetzt die Wege hier generiert. Und dann fehlen noch zwei Eisen, da haben wir noch 13 von. Und es wird auch die Glasfabrik gebaut. Das ist am Anfang alles noch sehr simpel und einfach. Die Demo führt einen so langsam ran. Jetzt sehen wir hier, der Strom ist zu wenig. Power Consumption. Das ist zu wenig. Das heißt, damit hier erstmal ein bisschen Glas hergestellt wird, sollten wir erstmal eine Produktion einschränken. Also entweder das Aluminium. Aluminium haben wir relativ viel noch auf Vorrat. Deswegen würde ich hier kurz die Aluminiummine abschalten. Damit der Strom hier langt für die Glasfabrik. Jetzt lassen wir hier erstmal ein bisschen Glas produzieren. Das brauchen wir nämlich dann für neue Solarpanel, damit wir da ein bisschen Strom reinkriegen. So, es dauert. Ihr seht, es läuft hier ab. Ich schalte es einmal ein bisschen schneller. Ich denke mal, so achtfach ist eine ganz gute Geschwindigkeit. Hier wird vorne Silizium reingehauen und hinten kommt Glas raus. Jetzt hat es schon abgeholt. Müssen wir warten. Hier fehlt noch ein Silizium. Wird gebracht. Wird wieder in Glas produziert. Und dann müssten wir gleich genügend haben. Dann können wir jetzt noch mal ein bisschen Strom hier bauen. Eine Solarfarm. Die setzen wir hier dazwischen. So, jetzt werden die zwei Glas, die produziert worden sind, werden hier hingebracht. Ein Aluminium und eine Elektronik, die haben wir schon dabei. Und dann können wir hier wieder Gas drauf geben, wenn hier der Strom da ist. Jetzt haben wir ein bisschen Plusstrom. Jetzt schalten wir hier ein und weiter geht's. So, wir haben zwei Glas. Ich warte jetzt nochmal, ob da noch ein Glas dazukommt. Dann haben wir zwei, dann können wir eigentlich direkt noch einen Strom bauen. Also sind wir nämlich die ganze Zeit am Strom nachsetzen. Ich setze das mal hier so runter.
So, im Moment ist der Roboter noch alleine. Kein leichter Job, als einsamer Roboter hier hin und her zu fahren. Oder als Fahrzeug, ich weiß nicht mal, ob es ein Roboter sein soll. So, jetzt haben wir definitiv genügend Strom, 49 plus haben wir. So, wir sollen eine Stahlfabrik bauen. Eine Stahlfabrik braucht Eisen. Deswegen würde ich jetzt erstmal eine Eisenmine bauen. Und die Eisenmine ist hier hinten, das ist schon mal schlecht. Und hier ist aber eine Kohlemine. Dann bauen wir jetzt hier erstmal eine Kohlemine drauf. Denn immer erst, wenn praktisch diese Bereiche verbunden sind, wird auch der Strom weiter transportiert, den wir gebaut haben. So, jetzt haben wir Kohle und jetzt können wir direkt noch eine Eisenmine draufsetzen. Und das müsste eigentlich vom Strom langen. So, jetzt wird auch Eisen produziert. Dann eine Stahlfabrik. Jetzt können wir sie bauen. Da langt der Strom nicht aus. Power Consumption? What? Ist das von der Strecke vielleicht zu lang? Ah, die sind nicht in dem Bereich. Seht ihr? Also der Strom kann nur einen gewissen Bereich ausloten. Alles klar. Dann setzen wir doch hier hinten noch einen ran. So. Machen wir diese Ansicht für den Strom wieder aus. Habe ich jetzt nicht bedacht. Hätte man die zweite Solarpanel vielleicht auch ein bisschen näher ranbauen können, ne? Egal. Und schwupp, jetzt hat er Strom. Und jetzt wird auch Eisen produziert. So, dann können wir jetzt endlich die Fabrik bauen. Stahlfabrik. Ich setze jetzt einfach mal hier so ran, damit die Wege vielleicht hier so hin. Das ist vielleicht ein bisschen nah. So. Das langt. Es gibt später noch Wartungsdrohnen und so Sachen. Die haben einen gewissen Radius. Also die müssten das hier locker einfassen, wenn wir das so ziemlich zentral setzen. Deswegen lasse ich hier so ein bisschen Abstand dazwischen, weil man eventuell noch umbaut. Und wenn der Bodenscanner kommt, dann müssen wir eventuell da auch noch Gebäude umsetzen. So, wir sollen neue Arbeitergebäude bauen. Oder beziehungsweise eine Fabrik, die neue hier diese Arbeiterfahrzeuge herstellt. Und deswegen schauen wir mal in die Fabrik und gehen hier auf Workers Factory. Da sehen wir, da brauchen wir Aluminium. Wir brauchen von Elektronikteilen, haben wir noch. Wir brauchen aber auch diese komischen Zahnräder. Und die Zahnräder ist die Parts Factory. Und die bauen wir jetzt zuerst, weil das die Voraussetzung dafür ist, so ein bisschen. Lass mal hier so ein bisschen Platz, dass wir hier eventuell noch diese Wartung dann dazwischen bauen können. Lass mal erstmal die hier aufbauen. So, ein Eisen noch. Dann kriegen wir nämlich die notwendigen Zahnräder hin, oder? Teilefabrik. Frei übersetzt. So, und jetzt können wir die Worker Factory bauen. Die müssten jetzt nämlich über die Zeit, müssten dann hier entsprechend diese Zahnräder hergestellt werden. Da kommt immer ein Eisen rein, da kommt ein Aluminium dazu. Und dann werden daraus diese Teile hergestellt. Dann bauen wir jetzt diese Worker Factory. Ich baue die mal hier unten hin, oder? Ne, das wollte ich freilassen für die Wartung. Was braucht er denn, die Worker Factory? Die braucht, glaube ich, alles. Ich baue es hier oben hin. Macht das Sinn? Ich probiere es mal. So, Wege werden gebildet. Ein Eisen. Noch ein Elektronikteil. Dann müssten zwei Aluminium dazu. Haben wir ja alles noch auf Vorrat. So, und noch ein Eisen. Jetzt. Jetzt werden die hergestellt. So, diese Dinger brauchen immer ein... die bauen immer hier so ein Workers Hub, ne, wo die ein bisschen sich verteilen. Und ich würde sagen, wir setzen das hier dazwischen. Ich setze mal hier einen hin. Oder vielleicht irgendwo mitten rein. Da oben sind noch Vorkommen. Hier haben wir noch Chemie. Die brauchen wir später noch.
Ich setz mal hier einen hin. So, einmal Elektronik rein, das haben wir noch auf Tasche. Eisen, zweimal Mine haben wir auch noch. Und dann müsste das Ding gleich gebaut werden. Und wenn die Fabrik hier so einen Arbeiter gebaut hat, was er im Moment noch nicht macht, weil sie halt... Was fehlt noch? Zweimal Aluminium. Der Roboter kommt nicht mehr hinterher, so viel haben wir schon gebaut. Einmal Aluminium. Nochmal Aluminium. Jetzt druckt er hier das Ding. So, und jetzt müsste eigentlich die Fabrik hier langsam mit Material beliefert werden, so dass er nämlich noch so einen Arbeiter herstellt. Genau, jetzt bringt der kleine Roboter hier den Kram hin. Glas, Elektronik. Jetzt fehlt immer noch das Glas. Jetzt kann der erste Roboter gedruckt werden und dann, wenn das hier aufgebaut ist, dann ist er endlich nicht mehr alleine. Ich warte jetzt nochmal ab, bevor ich das nächste anwerfe. Haut schon die nächsten Teile rein. Ich kann das Ganze ja mal beschleunigen. Dann müsste auch gleich hier ein zweiter Roboter rumwuseln. Sehr gut. So, jetzt müssten ja schon zwei rumwuseln, oder? Ja, dann sieht man es auch nochmal auf der Übersichtskarte. Können wir das Ganze hier ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen. So, die Demo sagt, baue das Wartungsgebäude. Das, was ich vorhin sagte, die Gebäude müssen gewartet werden. Von daher bauen wir... Ja, Maintenance Facility. Da sieht man auch, welchen Bereich die haben. Den hier. Von daher hätte ich gesagt, setzen wir die schön zentral hier hin. Jetzt sieht man hier, um diese Wartungsgebäude zu bauen, brauchen wir noch Polymere. Und Polymere kommen aus der Polymerfabrik. Dazu brauchen wir, um das zu bauen, brauchen wir nur Eisen und Aluminium. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einmal nochmal Strom. Und nicht gleich das Stromnetz hier zusammenklappt. Keine Ahnung. Dahin. So, es wird Strom aufgebaut. Jetzt haben wir auf jeden Fall genügend. Dann bauen wir direkt die Fabrik. Polymerfabrik. Ich glaube, die brauchen Chemie nämlich. Da steht es ja auch. Die brauchen Kohle und Chemie muss dort rein. Chemie gibt es hier oben. Kohle haben wir irgendwie unten. Von daher ist es schon wieder fast egal. Ich glaube, ich setze hier einfach dazwischen. So. Die Wege werden verbunden. Aluminium ist drin. Eisen kommt noch hinzu. Eisen ist so ein bisschen eine enge Stelle. Das kriegen wir dann später, wenn der Bodenscanner gebaut wird, können wir dann praktisch noch eine zweite Eisenmine aufbauen. Weil das ist sowas, was auf jeden Fall mehr gebraucht wird, als es auch dann transportiert wird. Und ich glaube, so langsam müssen wir auch noch einen, so einen Workers Hub bauen. Damit die hier vielleicht zu dritt sind und den Kram ein bisschen her transportieren. So, mittlerweile müsste das hier... Oh. Wird langsam unser kleines Netzwerk. So, zwei Polymere fehlen. So, das haben wir. Wo ist der? Das war hier, ne? Chemie muss hier rein. Chemie und Kohle. Kohle ist schon drin, das heißt, wir müssen Chemie bauen. Eine Mine für Chemie. So, jetzt wird Chemie produziert. Das geht dann in die Fabrik. Und dann haben wir Polymere. Und dann, Quatsch, erstmal hier in diese Polymerfabrik.
Und wenn wir die zwei zusammen haben, dann wird hier unser Maintenance-Gebäude gebaut, unser Wartungsgebäude. Jetzt ganz schön wuselig und schnell, weil ich das hier auf hochgestellt habe, damit ihr ein bisschen was seht in der Demo. Die Demo ist nicht sonderlich lang. Aber ich weiß nicht, ob wir das hier in dem Angezockt hinkriegen. So, hier werden jetzt gleich Wartungsdrohnen erzeugt. Die schwirren dann noch hier so rum und man sieht dann auch jetzt über die Übersicht, wo was defekt ist, wo was repariert werden muss. Aber das macht dann alles das Wartungsgebäude. Aber der baut das jetzt hier erstmal langsam auf. Im Moment hat er noch keine Wartungsdrohne am Start. 0 von 6. Und ich sehe schon wieder, dass der Strom langsam knapp wird. Deswegen, bevor wir weiterbauen, bauen wir unser Stromnetz mal ein bisschen aus. So, jetzt haben wir diesen Areological Scanner. Der kann praktisch den Untergrund abscannen und findet dann verschiedene andere Ressourcen. Oh, ich sehe gerade, wir haben keine Elektronik mehr. Oh, wir können es ja komplett kippen. Das war mir komplett neu. Interessant. Krass. Okay. Ganz neue Ansichten. Uns fehlen hier diese Elektronikteile und ich denke mal, dass es hier, da gibt es eine Fabrik, die brauchen Silizium und Aluminium. Das sollten wir hinkriegen. Lass das hier mal frei. Silizium und Aluminium. Vielleicht bauen wir es hier unten rein. So, dann kriegen wir nämlich jetzt auch Elektronikteile nach. Wie viel brauchen wir da? Zwei oder so, was war das, ne? Fabrik. Vier. Okay. Muss auch noch ein bisschen warten, bis er das hier durch hat. Na komm, bisschen Aluminium hier noch rein. Jetzt. Ich glaube, der verbraucht das hier oben. In der Wartung, genau, der braucht hier nämlich. Ich baue den jetzt einfach mal. Der baut es ja dann langsam auf. Wo setzen wir das Ding hin? Hier dazwischen. Ich meine, er fängt hier an zu scannen und geht dann von sich aus weiter. Ich setze mal hier oben hin. Er wird sowieso alles abscannen nach und nach. Und dann werden wir sehen, wo was hinkommt. Okay, der Bau von Gebäuden scheint priorisiert zu sein, weil er jetzt primär erstmal die Elektronik, diese Electronics hier reinhaut. So, wunderbar. Jetzt sieht man hier, wenn man den anklickt, sieht man im Scan, er scannt jetzt hier diese Quadranten und findet dann gegebenenfalls irgendwo noch solche Vorkommen wie... Hier hat er zum Beispiel jetzt gefunden, Kohle. Hier können wir jetzt noch eine Kohlemine draufbauen. Eisen wäre aber eine feine Sache. Aber ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen scannen lassen. Ja, lassen wir ein bisschen scannen. Vielleicht sagt er uns ja dann irgendwann mal, wo noch Kohle, Eisen zu finden ist. Guti. So. Wir sollen einen Flughafen bauen, oder ein Spaceport, besser gesagt, wo neue Kolonisten ankommen können. Und wir eine Kolonie und Wasser und ein Essen, eine Essensproduktion. Also wir haben noch viel zu tun. Ich glaube, wir haben ein bisschen wenig von diesen Transportrobotern. Habe ich das Gefühl.
Sagen wir, bauen hier noch einen Workers Hub. So. Jetzt haben wir noch ein paar mehr Arbeiter, die den Kram hin und her tragen können. Was bauen wir zuerst? Bauen wir erstmal den Flughafen, wa? Kolonie machen wir später. Wo ist der Flughafen? Spaceport, hier haben wir ihn. So, setze ich hier mitten rein. Das passt nicht, das Ding ist zu groß. Hier können wir dazwischen setzen. So, hier wird eine Menge Material benötigt. Es wird Elektronik benötigt. Die Zahnräder haben wir genügend. Eisen haben wir auch auf Tasche. Aluminium haben wir mittlerweile auf Tasche. Ja, also es ist alles da für den Flughafen. Denn nicht wie beim BER, dass das hier jahrelang dauert. Komm, noch ein Eisen. Und ein bisschen Elektronik. Da ist das Eisen. Sehr nice. So, Flughafen wird gebaut. Wunderbar. So, jetzt wo wir den Flughafen gebaut haben, sagt das Spiel, jetzt hast du die Orbitalansicht. Und wir zoomen mal raus. Und hier sehen wir jetzt den Weltraum. Und haben hier ein Kolonieschiff. Mit dem Kolonieschiff können wir die Leute auf den Planeten holen. Ist jetzt momentan noch ein bisschen schwierig, weil uns fehlt ja erstmal die Kolonie und uns fehlt überhaupt die Versorgung der Kolonisten. Also wenn es sind ja nur Roboter unterwegs, die brauchen halt Strom und verschiedene Teile. Aber wir brauchen ja noch Wasser und so weiter. Jetzt hoffe ich mal, der Scanner hat hier ein bisschen was gefunden. Wo ist er denn? Wo ist denn mein Scanner? Hier ist er. Hat er Wasser gefunden? Ist hier schon irgendwie ein Wasservorkommen, was ich vielleicht übersehen habe? Ne, hier oben ist irgendwie nichts. Bis jetzt kein Wasser. Stellen das einfach mal ein bisschen schneller. Also einmal Carbon hat er gefunden und das war es dann auch schon bisher. Da oben, da ist Wasser. Sehr schön. Als hätten wir Wasser gebraucht. Okay, fangen wir an mit Wasser. Da oben kommen wir erstmal nicht hin. Wir können hier mal ganz kurz gucken. Eine Mine für Wasser. Water Extractor. Da langt das nicht dazwischen. Da wir sowieso schon knapp bei Strom sind, würde ich sagen, bauen wir hier einmal Strom dazwischen. Dann müsste das bis oben hinreichen. So, Strom wird erzeugt. Und das heißt, wir können jetzt hier oben den Wasserextraktor hinsetzen. Somit haben jetzt die Kolonisten schon mal Wasser. Das ist schon mal gut. Jetzt fehlt nur noch Essen. Und Essen wird, glaube ich, wie war das? Essen wird, glaube ich, aus Chemie. Wo ist es? Food Factory. Chemie und Wasser. Gut, das ist ja hier dazwischen. Das heißt, wir setzen die hier dazwischen. In der Hoffnung, dass dann die Wege kurz sind. Und dann hätten wir schon mal die Grundlagen für die Kolonisten. Wunderbar. Sehr schön. So, die warten jetzt halt hier. Immer diese roten Sachen bedeuten immer, es fehlt Material. In dem Fall fehlt jetzt Eisen noch. Ich habe das Falsche gebaut. Was habe ich denn hier gebaut? Eine Parts Factory. Ganz klar, Moment, ich habe das Falsche gebaut. Food Factory wollte ich hinsetzen. Komm, bau ab. Ich dachte gerade, hä, was wird denn da? Eisen für Essen? Wird doch bisschen knirschig. So, einmal noch. Sehr schön.
Jetzt haben wir die Food Factory. Jetzt macht Sinn. So, jetzt kommt hier Wasser rein. Oh, direkt ein Wasservorkommen nebendran entdeckt. Und Chemie. Habe ich den noch gar nicht gebaut? Auch hier habe ich eins gebaut, genau. Komm, eine Chemie. Wasser ist hier ordentlich drin, Chemie fehlt so ein bisschen. Okay, man könnte natürlich ein zweites Chemiewerk bauen. Jetzt hat er eins rein. Jetzt wird auch Essen produziert. Sehr schön. So, das heißt, wir müssen eine Kolonie bauen. Damit hier die Kolonisten sich ansiedeln können. Ich setze hier dazwischen, würde ich sagen. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Kommt noch einmal Eisen. Blub, blub. So, hat der Scanner eventuell noch Eisen entdeckt, damit wir hier... Wo war denn der Scanner? Workers Hub, Workers Hub. Eisenmine. Da ist er. Das ist ja schon belegt. Nee, Eisen wurde bestimmt bisher noch nicht neu entdeckt, soweit ich das... Oder? Nee, das ist eine Chemie. Nö. Aber egal. Egal. Ups, falsche Taste. So, wieder aus der Ansicht raus. So, das ist unsere Kolonie. Die wird hier mit Rufpunkten, würde ich mal sagen, belegt. Durch Wasser und Essen gibt es Rufpunkte. Finden die Kolonisten gut. Bis jetzt ist ja kein einziger Kolonist hier unten. Deswegen gehen wir wieder auf die Weltraumansicht und sagen hier, komm, bring mal Kolonisten hier rein. Jetzt wandert hier der Fortschrittsbalken so langsam nach oben. Und hier gibt es, glaube ich, einen Monat Vorbereitung und 7 Monate Reise. Meine ich, irgendwie so müsste das ungefähr ablaufen. Wir lassen es aber auf 16-fach laufen. Und dann müssten demnächst Kolonisten hier einziehen. Zumindest haben wir schon mal die Grundlagen. Da unten ist auch noch Wasser, sehr gut. Überall Wasser, aber kein Eisen. Zumindest sehe ich keins. Da oben nochmal Silizium. Manchmal hat man auch Pech, dass die Ressourcen halt dann unter den Gebäuden sind. Da muss man sie halt nochmal neu aufbauen oder umsetzen. Beziehungsweise löschen und neu bauen. Ja, Vorbereitung laufen. Was ist das überhaupt, das Blaue? Wird das hier irgendwo erklärt? Nee. Wahrscheinlich für die Forschung oder sowas später. Die Demo ist sehr limitiert, denn wenn jetzt die Kolonisten hier gleich ankommen... Haben wir schon durchgespielt. Die Demo zumindest. Ich meine, das Spiel kommt am 3. Dezember, ist nicht mehr lang. Sehr wuselig gerade. Ich habe es halt auf maximale Geschwindigkeit stehen. Damit wir hier doch was sehen. Wir sind schon im 3. Jahr, am 24. Monat. Moment, wie zählt er das denn bitte? Zählt er das insgesamt? Wie lange geht hier so ein Monat? Ah, jetzt... Was? Moment, was? 24 Monate pro Jahr? Ist ja interessant. Ja, jetzt läuft das hier. Eisen ist halt schwierig, ne? Man sieht hier unten, Eisen ist immer im Minus. Und Chemie könnte mehr werden. Chemie können wir noch bauen, Eisen haben wir leider nicht mehr. Oder bis jetzt haben wir kein Vorkommen. Nö. Wenn man jetzt hier nochmal guckt. Ne, Eisen wurde bisher nicht entdeckt. Gut, er scannt aber fleißig weiter und wird ja irgendwann. Da haben wir's. Die Kolonisten sind angekommen. Das war die Demo von Per Aspera. Am 3. Dezember geht's los. Dann könnt ihr dieses Spiel auch weiterspielen als nur diese kleine Demo. Ich weiß nicht, ob zum Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video seht, die Demo noch verfügbar ist. Ansonsten einfach über den
über den Link in der Videobeschreibung zu Steam gehen. Da könnt ihr eventuell noch zocken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Ersteindruck von Peraspera. Bis zum nächsten Angezockt. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.